Eddie schläft. Eddie schläft auf dem Porrifeld. Dommel auf dem Bauernhof. Es kann einfach nicht gut gehen. Ich muss nicht mehr ins Details gehen. Es kann nicht gut gehen und es wird nicht gut gehen. Let's go. Ich bin Dommel, ich bin 23 Jahre alt. Ich will endlich meinen Vater wiederfinden. Ja, den Versuch haben wir schon gestartet. Der ist kläglich gescheitert in Holland. Dommel ist 23. Ich hätte gedacht, Dommel wäre ein bisschen älter, ja? Aber ich habe einfach nicht die Kohle, um mich auf die Suche zu machen. Ah, okay, das war davor, bevor die nach Holland gegangen sind. Okay, okay. Okay, Dommel sitzt mit der kleinen Leonie im Spielzimmer. Okay, das war noch davor, ja? Das ist natürlich sehr traurig, ja? Sie hat sehr lange nach ihrem Vater gesucht und das war die ernüchternde Wirklichkeit. Wenn ihr die Folge sehen wollt, was mit dem Vater passiert ist, dann guckt es auf jeden Fall. Dommel findet ihren Vater, heißt die Folge. Guckt da auf jeden Fall meine Reaction an. Ist auf meinem Kanal vor ein paar Tagen hochgeladen. Oh, diese Teile, die habe ich als Kind auch immer gespielt. Damit habe ich auch immer gespielt. Ach, Mäuschen. Mund. Müssen wir deinen Opa suchen, ne? Und weg. Genau. Stimmt, ist ja ihr Opa, ne? Dommels Vater. Opa. Ja, der Opa ist weg, Schatz. Müssen wir den Opa mal finden, ne? Mhm. Damit du auch mal deinen Opa kennenlernst, Schatz. Mhm. Oh. Wirklich geile, krasse Folge. Guckt euch die auf jeden Fall an, wie sie sich auf der Suche nach dem Vater machen. Oma. Mama versucht, den zu finden. Mhm. Damit gibt alles. Mal die Marianne anrufen. Die hilft uns bestimmt. Ja, natürlich. Marianne, egal was du machst, Dame Marianne hilft dir, ja? Ey, was ist das für ein cooles Spielzimmer, ja? Hier so ein Keyboard. Ey, als kleines Kind liebt man sowas, ja? Okay, Marianne steht zur Seite sofort, ja? Also Marianne lässt sich das auch nicht zweimal sagen, dass sie vorbeikommen soll. Die ist sofort da, ja? Hallo? Hallo, Marianne. Eigentlich managt Marianne schon Dommes Leben, ja? Ich bin's, Domme. Ach, hallo, Domme. Mhm. Mama, du hast mir doch damals schon angeboten, dass du mit mir hilfst bei meiner Vatersuche, ne? Ja, das habe ich dir versprochen. Mhm. Und da helfe ich dir. Na, selbstverständlich, ja. Also Marianne macht eigentlich alles. Sie hilft nicht nur, sondern also sie organisiert Domme auch ihre Jobs und eigentlich Dommes Leben auf die Reihe überhaupt, ja. Ohne Marianne wäre Domme. Ja. Jetzt sitze ich mit Leonie gerade im Zimmer und die hat nach ihrem Opa gefragt. Also das sollten wir auf jeden Fall jetzt langsam mal in Angriff nehmen. Ja. Die kleine Leonie, nee, die hat die nicht einfach nur nachgeplappert mit Opa, sondern die hat auch wirklich nach ihrem Opa gefragt, ne? Es war ja klar, dass irgendwann mal Leonie anfängt zu fragen. Wir sollten mal Mama fragen, ob die uns da nicht weiterhelfen kann. Mhm. Die weiß ja bestimmt... Ja, gut, klar. Die Mama, ja. Also die Mutter quasi von Domme, die, ja, natürlich mit dem Typen Domme gemacht hat, ne? Also die wird vielleicht was wissen, aber die weiß wahrscheinlich auch nichts. Wer damals hingezogen ist oder ich weiß es nicht. Mhm. Ich rufe jetzt Maria an und dann komme ich und hole dich ab und dann fahren wir gemeinsam zu Maria. Mhm. Ja, gut. Ja? Mhm. Okay. Bis gleich. Bis dann. Tschüss. Mhm. Tschüss. Okay. Ich hab dann gleich mal... Okay, das ist sehr interessant jetzt zu erfahren, wie der ganze Weg davor war. Wie kamen die überhaupt auf Holland? Das weiß ich, glaube ich, gar nicht so genau, ne? Wie die überhaupt auf Holland kamen. Denn waren die ja... guckt euch die Folge einfach an, wie gesagt. Maria angerufen. Geiles Handy auf jeden Fall. Damals noch mit Schiebehandys. Mal gucken, ob Maria uns vielleicht noch was Näheres zu ihrem Papa sagen kann und vielleicht weiß, wo er sich im Moment aufhält. Ja. Hallo Maria, Marianne hier. Mhm. Okay. Warum verstehen wir jetzt nicht, was die sagen? Okay, scheint ein wichtiges Gespräch zu sein, ja? Das muss zensiert werden. Okay, dann hole ich die Domme jetzt ab und dann kommen wir gleich zu dir, ja? Ja. Das Ding wird natürlich persönlich gesprochen, ja? Besprochen. Also, ja, da handelt es sich hier um ein Familienmitglied, um ein Verschollenes, welches ausfindig gemacht werden soll. Das wird nicht telefonisch gemacht oder irgendwie anders oder mit Schreiben, sondern da wird sich natürlich persönlich mit der Maria Mermet, Dommes Mutter, getroffen, ne? Alles klar, Maria. Bis gleich. Tschüss. Ja. Ciao, ciao. Und los geht's. Jetzt machen die beiden sich auf den Weg. Willkommen. Da ist die liebe Maria. Wir kennen sie schon aus 1-2. Teil, ne? Okay, jetzt wird sich an den Tisch gesetzt und geredet. Domme möchte ihren Papa finden. Ja. Ich bin gerne bereit zu helfen, aber... Man hat schon gehört. Bereit zu helfen, aber sie sagt schon, sie hat keine Ahnung, die Suche wird sich als schwierig gestalten. Ich werde mich nämlich auch freuen, dass die Leonie auch endlich mal sein Opa nicht nur auf der Bild... Ihr Opa, nicht sein Opa. Ihr Opa, ihren Opa, ne? Sieht auch mal in Natura, aber wenn der sich überhaupt bereit erklärt wird, ein Kontakt auf... Ich will nicht spoilern, was da passiert ist.
Was passiert ist, als sie den Vater gefunden haben? Zu nehmen. Da stecke ich nicht dahinter. Nee, da steckst du nicht drin, das ist richtig. Nee, da steckst du nicht drin. Das, also wirklich, also wenn es ein Sprichwort gibt, was die Deutschen lieben, dann sagen sie, da steckst du nicht drin. Aber Freunde, ich sag's euch, wie es ist, da steckst du halt auch wirklich nicht drin. Ich weiß, dass der früher mal in Frankreich gelebt hat. Mhm. Von da ist er ja auch weg. Mhm. Und jetzt muss er in Venlo oder irgendwo. Da ist die große Nachricht, dass er in Holland in Venlo. Da ist die große Nachricht. Frankreich war einmal, Venlo, der Bree bereist also ganz Europa, wie man merkt. Wenn wir ihn finden, ich weiß es ja noch nicht, vielleicht kann ich ihm ja mal die Leviten lesen und ihm mal vor Augen führen. Ja, also du kannst das sicherlich besser als Dommel, ne, Marianne. Also da musst du vielleicht ihm mal die Leviten lesen. Auch sehr schönes Sprichwort an der Stelle, muss ich mir mal aneignen. Ja, genau, das ist eine sehr gute Entscheidung, ja. Und wie wichtig es ist, dass der Papa auch Kontakt zu seinem Kind hat. Ja, klar. Das hätte vielleicht auch in die ganze Heilungsprozess von Dominik jetzt. Wieso Heilungsprozess? Nicht Heilungsprozess, was die vorhat, dass die endlich mal abnimmt. Und Heilungsprozess! Die sagt zum Abnehmen ihr Heilungsprozess. Dom ist übergewichtig so, aber sie ist jetzt da keine Krankheit. Ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendwie eine Krankheit hat, Diabetes oder so. Sondern Dom ist einfach übergewichtig und es kann zu einer Krankheit führen, zu Diabetes. Aber von Heilungsprozess schon hart zu reden, Maria. Also das ist... Marianne war auch schon so, welcher Heilungsprozess? Ja, welcher? Nein, also das ist sicherlich wichtig für Dommes Psyche, dass sie da vielleicht erfährt, wer ihr Vater ist. Ja, Familie ist wichtig, klar. Willst du jetzt abnehmen für deinen Papa? Auch, aber auch für mich. Ja, klar, auch für dich, ja, aber sowas kann natürlich motivieren. Aber Domme hat uns schon sehr oft gesagt, dass sie abnehmen will und wird. Ob sie es in die Tat umgesetzt hat, in Realität umgesetzt hat, das steht in den Sternen, meine Damen und Herren. Ja, das solltest du auch nur für dich machen und nicht für deinen Papa. Ja. Aber dann akzeptiert er mich vielleicht auch mal. Wie traurig muss sie sein und auch du, dass sie sagt... Akzeptiert, okay, also weil Domme hat das Gefühl, dass er sie nicht akzeptiert, weil sie übergewichtig ist. Aber ich glaube, der Vater will grundsätzlich einfach mit seiner Familie nichts zu tun haben. Deswegen auch Frankreich, Holland und so, ganz weit weg und so. Sie will abnehmen, damit sie ihrem Papa gefällt. Der kriegt das ja alles gar nicht mit, wie die Dominik darunter leidet. Eigentlich ein Arsch. Nein, der kriegt das gar nicht mit. Den juckt das gar nicht. Der chillt gerade irgendwo in Venlo, ja, auf dem Sofa, krault sich, ne? Und den juckt das gar nicht. Ja, und die Dominik ist sehr darunter am Leiden. Ja. Echt erstaunlich, dass Domme ihren Papa immer noch suchen will. Mhm. Obwohl so viel passiert ist. Ja, also ich sag's mal so, wenn der Vater mal seine eigene Tochter gesehen hätte wollen dürfen, dann hätte er das gemacht. Denn dann hätte er einen Kontaktversuch gemacht. Den gab es nicht. An Dommes Stelle wäre natürlich ist Domme noch optimistisch und zuversichtlich. Aber eigentlich wäre es vielleicht der einzige Weg zu sagen oder der bessere Weg zu sagen, komm, ich schließe die Sache ab. Er lässt nichts von sich hören. Also so schwer wäre das für ihn vielleicht nicht, Maria zu kontaktieren und einfach mal zu wissen, okay, wo lebt Domme so? Ist seine eigene Tochter. Also, naja. Wir wissen, Domme ist auch zuversichtlich und will das Ding unbedingt, kann ich auch verstehen. Man weiß ja nicht, was los ist. Ja, vielleicht hat er es ja wirklich versucht und er hat keine Nummer rausbekommen oder weiß nicht, wie er weitermacht. Die muss den so abgöttisch lieben, mich unverständlich. Aber nochmal darauf zurückzukommen, das muss Domme auch für sich machen. Für sich machen. Sie kann nicht für ihren Papa. Sag abnehmen. Ich ja auch. Egal wie mein Papa. Ja. Klar muss sie es für sich machen. Das ist mein Papa. Und du hast ihn nie. Aber das ist eine gute Ausrede für Domme. Ja, ich konnte bisher ja nicht immer nur abnehmen, weil ich ja meinen Vater nicht kannte. Gute Ausrede, Domme. Trotzdem. Aber weißt du was? Das ist natürlich auch alles wieder mit Kosten verbunden, meine Süße, ne? Da wäre es natürlich jetzt auch mal an der Zeit, dass du dir einen Job suchst. Ich sehe das. Ja, der muss nach Venlo gereist werden. Da muss ein Hotel in Venlo gebucht werden. Domme, da ist Arbeit nicht schlecht. Du hast doch noch eine Tochter und ein Haus, was finanziert werden muss. Es ist ja ein, dass ich arbeiten muss, um Geld zu verdienen, weil Marianne kann mir ja nicht alles bezahlen. Die hat die Folge heißt ja Abenteuer auf dem Bauernhof. Domme fängt nicht einen Nebenjob auf dem Bauernhof an, ne? Ich bitte dich. Viel bezahlt. Wir werden uns jetzt mal konkret auf den Weg machen und mal zu den Firmen gehen und schauen, ob sie da vielleicht arbeiten kann. Okay. Versuch Nummer 800.000. Versuch Nummer 800.000. Domme will arbeiten. Katastrophe wird's. Ja. Es wird eine Katastrophe, Freunde.
Weißt du was? Ich gehe jetzt. Ich wünsche dir viel Spaß und ich hole dich nachher wieder ab. Ne? Alles tschüss. Klar, bis später. Tschüss. So, Dommel, du hast gutes Wetter mitgebracht. Ja. Dann komm. Okay, also der ist direkt ein Nebenjob hier am Bauernhof. Ne, frei geworden, ne, klar, für Domme. Tante Marianne hat sie natürlich hingebracht, ist kurz verabschiedet. Domme ist auf sich alleine gestellt. Domme ist auf sich alleine gestellt. Wir wissen aus der Vergangenheit, das ist kein gutes Zeichen, meine Damen und Herren. Können wir ja direkt mit dem Pferdestall beginnen. Ja, alles klar. Ich guck mal eben, dass ich noch ein paar Sachen für dich hab. Okay. Für dich. Dann probieren wir das erstmal an. Ja. Ich suche mal, ob ich noch ein paar Sachen für dich hab. Okay. Okay, Blumenstiefel wird vielleicht gerade noch so passen. Die Jacke wird... ist schon gerissen am Ohr. Auch die Gummistiefel passen. Ich habe auch kein anderes Modell, was ich dir anbieten kann. Also die Gummistiefel passen auch nicht. Der Kittel ist gerissen. Ohne dass er bisher ein Arbeit entgegengebracht hat, hat der Typ jetzt schon Minus gemacht. Ein Kittel verloren. Kittel ist kaputt. Also das kann Domme gut, ja? Nicht schlimm. Ja. Gehen wir so. Na gut, gehen wir so los. Ja gut. Dann wird halt in die Pferdeäpfel mit Turnschuhen getreten. Wollte ich gerade sagen. Ganz sauber ist das da nicht. Die Lady jetzt direkt drauf. Aber schönes Kopftuch, Domme, da wurde sich vorbereitet. Die Idee stammt sicherlich nicht von dir, die Idee stammt von Marianne. Aus. Na, komm mal her, Lady, komm mal her. Ja. Siehst du, die ist recht scheu. Oh, da war Domme skeptischer Blick schon. Jetzt, Domme, jetzt sag nicht, dass du gar keine Tiere magst oder so. Ich meine, du hast einen Nebenjob auf dem Bauernhof angefangen. Da könnte es eventuell sein, dass du mit Tieren arbeiten musst. Ganz eventuell. Jetzt kommt wahrscheinlich irgendwie sowas, dass es gar nichts für sie ist und es riecht ja hier und es ist dreckig und Tiere und so. Ey, Domme, denkst du manchmal einen Zentimeter nach? Na, du bist mir... Was war das denn? Hat das Pferd hier noch gerade einen ziehen lassen, oder was? Eine Lady. Das ist hier dein Betätigungsfeld. Du siehst, die Lady hat hier ganze Arbeit geleistet. Das heißt, das muss alles hier sauber gemacht werden. Ja. Okay. Eine Schubkarre steht hinter dir, da kannst du alles drauf tun. Mhm. Und Werkzeug haben wir hier vorne. Wir haben jetzt zum einen, kannst du hier die Gabel nehmen. Ja. Ja. Damit ja, eine normale Mistgabel, damit kannst du das natürlich gut weg. Bist du dann gleich mal hier ran, machst du die groben Sachen damit weg. Gehst du hier so drunter? Nimmst das so? Sieht alles gar nicht so kompliziert aus, Domme, ne? Sollte klappen. Ja, einfach Mistgabel in die Hand und unter die Pferdeäpfel runter und das so ein bisschen, ja, das Grobe damit einfach auf die Schubkarre legen. So. So weit, so gut. Sollte nicht allzu schwierig sein, ne, Domme? Wir werden es gleich sehen, was macht. Alles schön gepackt, Chris, beförderst das hier auf die und darauf. Schubkarre. Mhm. So. Schwerer ist es nicht, probiert an. Also, sieht nicht schwer aus. Mal gucken, was Domme draus macht. Freunde, machen kurz die Grüße raus in diesem Video an die Margangster, an das Kanalmitglied Carmen Lingenfelser, an Loser und an Nala Stumpf. Den ersten Kommentar im letzten Video hat Moon Knight geschrieben, wenn du im nächsten Video auch Grüße werden willst. Kanalmitglied, einen lieben Kommentar schreiben oder der erste Kommentar schreiben. Dafür müsst ihr natürlich sehr schnell sein. Aktiviert dafür die Glocke und seid bei jedem Video aktiv. Ihr wisst es ja. Einfach mal. Ich komme dann nachher und gucke dann, dass alles schön sauber und fertig ist. Ja? Alles klar. Bis später. Bis später. Ja, der hat einen kölschen Dialekt auf jeden Fall. Ja, das hört man ja schon mal. Schön. Mhm. Oh, Domme, jetzt komm. So schwer ist das nicht. Ah, macht sie, ja, okay. Der erste Hieb ging. Okay, sie verzieht das Gesicht. Ja, das ist Pferdeäpfel. Das ist Pferdekacke, ja. Domme, da hast du recht. Das ist nichts anderes als Pferdekacke. Damit musst du rechnen, wenn du auf dem Bauernhof arbeitest, dass du halt vielleicht mit Pferdekacke konfrontiert wirst. Ja, Domme, da ist eine Stufe. Oh nein. Oh, Domme! Dann hebst du die an oder rufst den oder so, aber fahr doch nicht da 10-mal gegen. Also, was hast du erwartet, dass das einstürzt oder was? Oder dass die Schubkarre anfängt zu fliegen oder wie? So ein Mist hier. Ja, so ein Mist. Wortwörtlich Mist. Ach, schönen Dank. Ja, Domme, schön. Was ist passiert? Ja, ich bin umgefallen mit der Schubkarre. Ja. Ich glaub, so ganz hast du den Sinn nicht erfüllt, ne? Nee. Warum? Nee, ist alles wieder ausgekippt, ne? Der Sinn ist ein anderer. Ja, da hinten liegen ja alles noch Pferdeäpfel. Die musst du alle schön sauber rausmachen. Die habe ich ja mit der Mistgabel nicht draufgekriegt. Ja. Willst du jetzt den Pferdeäpfeln die Schuld geben oder was? Oder der Mistgabel, Domme? Die Arbeit muss gemacht werden, die muss erledigt werden. Also das ist so eine Katastrophe. Die hält nicht einen Arbeitstag dadurch. Aber muss ja alles schön sauber sein, damit die Lady sich hier nachher auch wohlfühlt. Naja, das ist ja auch nichts für mich. Die will ja nicht in ihrer eigenen Kacke rumlaufen. Hat sie gerade gesagt, das ist nichts für sie? Ich hab's doch gewusst. Ich hab's geahnt. Gar keine Überraschung hier, das Ganze für mich. Ja? Genau mit dieser Reaktion von Domme habe ich geahnt. Ja? Also Domme auf dem Bauernhof, das ist eine absolute, das ist eine Farce.
besser, wirklich an der frischen Luft zu arbeiten, am besten Gemüse hacken. Ja, okay. Gemüse hacken, ne? Da kannst du schön aufrecht übers Feld laufen. Ja, dann probieren wir das doch mal. Ja, ich glaube auch. Normalerweise sollte man meinen... Gemüse hacken ist vielleicht ein bisschen besser für Domme, ja, anstatt Pferdeäpfel aufzugabeln. Also, weil das ist... So schwer ist es eigentlich nicht, Domme. Aber Domme kriegt auch die leichtesten Sachen verhunzt. Dass sie eben erstmal die Pferdeäpfel zusammenkratzt und dann noch das grobe Stroh, aber irgendwie hat sie das schlecht koordiniert gekriegt. Ja, schlecht koordiniert, das ist noch positiv ausgedrückt, mein Junge, ne? Jetzt unten zum Porree. Ab zum Porree. Der redet so kölsch, ich finde das lustig, Freund, sorry. Das liegt aber auch alles weit auseinander bei euch, ey. Ja, das ist hat einen Bauernhof an sich, weil da auch Felder sind, weil da ein bisschen Entfernung natürlich ist, weil das groß ist. Mann, Domme, das ist ja natürlich, also was hast du denn gedacht, dass das ein Ponyhof ist? Naja, es ist ja in gewisser Weise ein Ponyhof, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist jetzt hier Schlaraffenland ist oder was? Nee, ein bisschen arbeiten muss auch sein. Ja. Zum Glück geht das jetzt hier bergab. Zurück holst du mich mit dem Trecker, ne? Zum Glück geht das bergab, da kannst du auch direkt rollen. Dann muss Domme gar nicht gehen. Das ist dein nächstes Aufgabenfeld. Mhm. Ja. Das hier muss alles gehackt werden. Okay. Dieses Gerät hier kennst du? Ja. Was ist das? Das Porree. Das Gerät kennst du, ja? Was ist das? Erkennst du nicht? Oh nein, jetzt musst du Porree, also das ist doch noch schwieriger als Pferdeäpfel aufsammeln und Mist aufgabeln. Das ist doch noch schwieriger. Wie soll sie das denn hinbekommen? Ach, ich hätte jetzt gedacht, das wäre Lauch. Und das hier ist eine Schuffel und damit musst du jetzt hier den Porree, diese Pflänzchen hier, vom Unkraut befreien. Immer gleichmäßig hier so drüber gehen. Wie? Immer zwischen den Pflanzen. Probier es mal selber. Okay. Oh, nicht kaputt machen den Porree. Also, Freunde, sieht auch nicht so schwierig aus. Die Porree-Pflanzen gucken aus dem Boden und du musst dann mit diesem Teil einfach immer dazwischen das Unkraut wegziehen. Ja? Gar nicht so schwierig. Domme kriegt 50% des Porrees kaputt. Da nicht den Porree berühren am besten. Sieht ganz gut aus. Ich bin dann so in 4 Stunden wieder hier. Okay. Immer den rein. 4 Stunden? Dass dazu Dominik sagt. Ich hätte jetzt mit der Reaktion gerettet. Sie so, was? 4 Stunden? Ja, so ein ganzes Feld, das dauert. Also ich weiß nicht mehr, ob man das überhaupt heute macht. Ich kann mir vorstellen, dass man da einfach mit irgendeinem Mittel rübergeht, das das Unkraut halt zerstört. Ne? Aber es könnte halt den Porree belasten. Alles klar. Tschö. Okay. Tschö. Der Albtraum setzt sich fort. Aber ich dachte auch, lass mal ihr mal doch die Chance lassen, dass sie sich mal hier 4 Stunden austobt. Und schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, schauen wir mal. Das ist keine gute Idee, mein Lieber. Bremen, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, das ist keine gute Idee. Das kann ich, also das gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Du kommst nach 4 Stunden wieder, du bist schockiert. Die hat nichts geschafft, die hat den halben Porree kaputt gemacht und das Unkraut ist auch nicht weg. So, das kann ich dir prophezeien, Minion. Was hat der jetzt gesagt? Wie lange will ich hier bleiben? 4 Stunden? Ja, 4 Stunden, wollte ich gerade sagen. Dass dazu Domme noch nichts gesagt hat, das wundert mich auch. Was soll ich denn in der Zeit alles machen? Ja, das Unkraut hat weggekommen. Ich bin auch schon fast durch. Domme! Ich habe schon gesehen, wie sie den Porree umgehauen hat. Natürlich hat sie einen Snickers auf Tasche. Domme hat einen Snickers auf Tasche! Hätte mich auch gewundert, wenn sie es nicht hätte, ja? Hätte mich auch gewundert. Legt sie sich jetzt aufs Feld? Legt sie sich auf den Porree oder ist das... Nee, das ist Rasen, glaube ich, ne? Ey, die schläft. Ey, die schläft auf dem Porree-Feld. Ey, das ist... Also wenn sie irgendwie ein paar kleine Fehlerchen gemacht hat, wenn sie nicht alles geschafft hat oder wenn sie nach 3 Stunden sagt, dass sie nicht mehr kann, okay, kann man mit leben. Aber die schläft auf dem Porree-Feld. Das ist ein Super-GAU. Das ist der größte anzunehmende Unfall für so einen Arbeitgeber, für ihn. Der will seine Arbeit gemacht haben und nicht hier so eine faule Domme auf dem Feld liegen haben. Also ich glaube, ich spinne. Ja, ihr habt schlimmer aufstehen, oh, Domme. Ja, der... Hat er schon gesehen. Hat er doch schon gesehen. Domme, hallo. Ich sehe, besonders viel geschafft hast du ja nicht. Nee, besonders viel. Also das ist noch gut ausgedrückt. Das ist noch lieb, das ist positiv noch ausgedrückt. Da ist gar nichts geschafft. Wieso? Ich habe doch die ganze Reihe hier gemacht. Und hier außenrum alles. Ja, aber in 4 Stunden schaffen wir normalerweise das ganze Feld. 4 Stunden? Die hat
hat 3 Reihen geschafft. Die schaffen das ganze Feld in 4 Stunden. Also ich meine, wenn sie jetzt nicht so schnell ist, ist ja okay. Aber 3 Reihen und Nickerchen? Domme, das geht nicht. Es geht nicht. Wenn das in dem Tempo und bei dieser Schlachtzahl so weitergeht, dann haben wir nachher das ganze Feld ruiniert. Und du hast super Bedingungen, Domme. Das regnet nicht, die Sonne scheint auch nicht zu doll, dass du zu doll schwitzt. Das ist super Wetter zum Arbeiten. Jetzt komm, schnapp dir die Hacke, wir sind weg. Ist aber auch eine Arbeit. Da gibt's ja keine Maschinen für oder so. Das machen, das ist eine Arbeit für Leute, die Mutter und Vater abgeschlachtet haben. Hey Domme, das ist... Warte, das ist eine Arbeit für Leute, die Mutter und Vater abgeschlachtet haben. Warte, also, ne, Arbeit macht sich nicht von selbst. Absolut nichts für dich. Habt ihr denn nicht irgendwas noch im Büro oder ihr habt doch so einen Hofladen? Wo im Büro, im Büro. Niemals würde ich Domme nur an einen einzigen Zettel in meinem Büro lassen. Oder auch an meinen YouTube-Kanal. Ich glaube, mein YouTube-Kanal wäre innerhalb von wenigen Minuten gelöscht. Vielleicht arbeiten kann, ich muss ja noch... Ja, aber ich habe genug jetzt von deinem Talent gesehen. Also ja. Ich würde auch sagen, das kommt eher weniger für dich in Betracht. Ja, ja, komm. Das ist, ey, also wirklich auch kein Mitleid mehr. Wirklich einfach, ich nur noch Kopfschütteln angesagt. Der wievielte Nebenjob ist das, den Domme jetzt probiert hat? Nummer 10? Also sie hält es ja nicht mal... Also von ein paar Jahren ganz, also Jahre, Wochen, nein, nicht mal ein Tag. Nicht mal ein Tag. Von Jahren ganz zu schweigen. Das ist unbrauchbar, diese Arbeit. Ja, pack die Schuffel und mehr schuffeln nach Hause. Ja. Pack die Schuffel und wir schuffeln nach Hause. Ja, hat er gut gesagt. Alles klar. Ja, so Feierabend hat er jetzt. Hat wirklich so gut wie gar nichts geschafft, wenn man bedenkt, dass sie 4 Stunden auf dem Feld war. Ja. Ich frage mich, was hat sie überhaupt geschafft? Ja, da, also was ist überhaupt gemacht worden? Wo sind 4 Stunden geblieben? Oh nein. Oh, sie reißt eine Sonnenblume da raus, ne? Ey, der macht nur Minus. Ich meine, muss sie jetzt vielleicht für 4 Stunden bezahlen? Hat ein kaputt getretenes Feld, eine abgerissene Sonnenblume und einen kaputten Kittel. Der hat komplett Minus gemacht. Komplett. Oh nein. Domme, der macht es zumindest so, dass er das jetzt nicht bemerkt. Ich wünsche dir noch viel Erfolg auf deinem weiteren Lebensweg. Ja, danke schön. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Okay, hat er nicht gemerkt? Mach es zumindest jetzt so, dass er es nicht merkt. Hallo. Hallo. Marianne, natürlich. Ja? Auch bei Marianne übliches, wartet sie schon, ja. Empfängt sie mit offenen Armen, will natürlich wissen, wie lief das Probearbeiten. Ja. Wie war dein Tag? Oh, ja. Über das Arbeiten war bestimmt schön, ne? Nö. Oh ja. Ja, es geht. Was, oh ja. Geht. So wirklich, was für mich ist das? Ey? Ich hab einen Job verloren. Hau doch einfach jetzt einfach mit der Tür ins Haus rein, Domme. So, jetzt nicht lang drumherum reden. Du hast gnadenlos reingekackt. Also, Marianne müsste auch nochmal mit deinem Vorgesetzten da reden. Der müsste eben ihr das nochmal in Ruhe erklären, wie Domme eigentlich arbeitet. Und dann müsste Domme mal eine gewaltige Ansage bekommen. Es kann nicht dein Ernst sein, ne? Ja. Wieder so. Mal nicht. Ja. Alles, was du anfängst, irgendwie gefällt richtig. Dir nicht. Ja, richtig, richtig. Man kann es Domme nicht recht machen. Arbeit ist kein Schlaraffenland. Ja, da muss man auch mal Dinge tun, auf die man dann nicht so viel Lust hat, ne? Du wirst, egal wo du arbeitest, wirst immer hart arbeiten müssen, um dein Geld zu verdienen. Richtig. Aber der Bauer hat ja selber gesagt, dass das nichts für mich ist. Ja, du kannst... Genau, der Bauer hat das gesagt, weil es auch wirklich nichts für dich ist, weil du es auch nicht kannst. Du hast ja nicht mal Mühe gegeben. Du hast dich nicht mal bemüht, Domme. Du musst aber nicht sofort immer alles hinschmeißen. Ja. Du musst auch mal was durchhalten. Richtig. Ja. Geld verdient man nur, wenn man arbeitet. Richtig. Ja, aber wenn er mich doch sowieso nicht will. Aber guck mal, ich hab dir ein Blümchen mitgebracht. Ach, die ist ja schön. Danke. Das ist Bestechung, Domme. Das ist Bestechung. Domme, das ist Bestechung. Du kriegst jetzt Marianne munter gestimmt durch deine doofe Sonnenblume, die du den Bauer noch geklaut hast, ja? Aber du hast heute wirklich mächtig Mist mal wieder gebaut, Domme. Mächtig Mist. Tante Marianne und ich sind wieder echt enttäuscht schön. Von dir. Bitte schön. Aber jetzt was anderes. Wir hatten aber noch was auf unserer Liste, ne? Ja, was denn? Ich glaube, was haben wir denn da noch drauf? Pizzabote, ne? Pizzabote? Da könntest du mal anrufen. Ja. Die Folge haben wir gesehen. Ja, dass Domme in der Pizzeria arbeitet und Pizzen ausliefert. Das ist... Ich will nicht spoilern, die Folgen noch nicht gesehen haben. Ich will einfach nicht spoilern. Guckt euch das einfach an. Ja. Mach das direkt. Fragen, genau. Domme beim Pizzalieferdienst. Mach das sofort. Mhm. Ja. Hat auch was mit Essen zu tun, klingt ja im ersten Moment für Domme relativ passend. Relativ gut, geht um Essen, Pizza, lecker, zwischendurch mal vielleicht ein, zwei Stückchen. Aber es geht, ich will nicht so viel sagen. Guckt es euch an. Auf meinem Kanal schon online, ja. Ich weiß nicht,
Domme als Pizzadienst oder so. Oder Job bei der Pizzeria und? Oder so heißt das. Was hat er gesagt? Ja, ich kann morgen direkt vorbeikommen zum Probearbeiten. Mhm. Ja, super. Dann ja, hoffen wir, dass das was für dich ist. Ja. Und dass du dann da dein Geld verdienen kannst. Ja. Ja? Ja? Dann lass uns jetzt nach Hause gehen. Alles klar. Ey, das ist ja eine Farce. Das ist doch einfach nur eine Farce. Das war's mit diesem Video. Lasst ein Abo da, wenn ihr nicht in der Margang seid. Mein Name ist Almargo, hier kannst du mich abonnieren. Hier kannst du auch mein Instagram abchecken. Hier siehst du zwei andere coole Videos. Checkt sie ab und dann sehen wir uns morgen in aller Frösche, beim neuen Video. Haut rein, ciao, ciao, euer Almargo.